Ja, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, bei Teil 3 von Erfolgreich Traden Lernen, Top Trader mit Standardindikatoren werden. Ich zeige euch heute im Teil 3, wie ihr mit dem Moving Average, Schrägstrich EMA, Geld verdienen könnt. Zum Beispiel bei Quotex, da wo ich mein Geld verdiene. Diesen Indikator, der Moving Average, MEMA, wurde vorgeschlagen vom Lucien. Lucien hat mir auch hier die Strategie geschickt, wie er es tradet. Ich habe es ausprobiert und kann sagen, wow, funktioniert mega, mega klasse. Ich werde es euch auch gleich zeigen, wie es funktioniert. Es ist ganz simpel und einfach. Wie gesagt, ich nehme den hierher und Lucien auch in Sachen binäre Optionen traden bei Quotex, unserer Broker, den wir nutzen. Quotex-Link ist unterhalb des Videos in der Beschreibung. Und die Erfahrungsbericht könnt ihr gerne mal draufklicken, unterhalb des Videos in der Beschreibung, der Quotex-Link. Und ja, wenn ihr über den Link von uns, natürlich wäre es super, angemeldet seid, eingeloggt seid, dann habt ihr hier dieses Interface von Quotex. Und dann gehen wir als allererstes Lucien nach Lucien hier auf eine Minute. Also Timeframe des Charts, eine Minute. Klickt ihr auf eine Minute. Trading-Zeit sagt er auch exakt eine Minute, also geben wir hier auch eine Minute ein und dann gibt er natürlich hier euren Betrag ein. Ja, dann kommen wir eigentlich zum Besten. Erstmal gehen wir dann auf das Werkzeug, klicken dann auf Moving Average, sehen wir hier. Moving Average, dann haben wir hier den Moving Average da, da geben wir einmal die 8 ein. Die 8 und ganz wichtig hier bei der Art, geben wir EMA, Exponential Moving Average, weil der schneller reagiert auf Änderungen. Also der EMA, der ist aus der Moving Average Familie und ist, der reagiert wirklich am schnellsten auf Kursänderungen, auf Kurswechsel. Ja, dann geben wir hier die 8 ein, hier EMA und ganz wichtig grün. Grün. Bei Main könnt ihr hier auch noch dicker und dünner die Linie machen, sehen wir hier. Seht ihr im Chart? Dicker und dünner, aber das belassen wir. Dann belassen wir, sagen wir mal hier, so, das passt. Dann gehen wir nochmal auf das Werkzeug, Flup, gehen wir nochmal auf den Moving Average und jetzt geben wir hier ein 60. 60, dann den EMA und sagen Grün, nee, rot, rot, gehen wir wieder 1, 2 und passt. Dann gehen wir hier drauf und dann haben wir jetzt unsere zwei Moving Average-EMAs drin, einmal mit 8, einmal mit 60. Ich habe es jetzt hier doppelt drin, wie wir sehen, kann ich mal wegmachen, die doppelten so. Jetzt ist ganz einfach, also laut Lucien wieder, also ich habe es auch probiert, kein Witz, wirklich Bombe. Laut Lucien, wenn sich jetzt hier unsere Linien wieder kreuzen, diese EMAs, ich glaube, hier wird sich auch gleich was kreuzen, da kann ich auch gleich reingehen, setzt hier euren Betrag, wir handeln binäre Optionen. Was bedeuten binäre Optionen? Ihr macht in einem von euch vorgegebenen Zeitraum, wie bei uns jetzt hier in einer Minute, einen Trade und sagt voraus, ob der Kurs steigt oder fällt. Und wir machen das eben durch die Indikatoren, wir hier mit den EMA, die uns voraussagen sollten, also so gut wie es geht, wohin der Kurs die nächste Minute geht. Ja, wir haben hier zwei EMA-Linien, einmal grün mit 8, einmal rot mit 60 im Wert. Wenn die sich jetzt hier kreuzen und immer was nach oben durchsticht, also von unten nach oben durchsticht, dominiert, können wir jetzt mal hier gucken. Der Trade hier, können wir gucken, hier sticht grün von unten nach oben durch. Hier würden wir reingehen, genau beim Durchstechen in diese Kerze, eine Minute wäre schon Gewinn. Hier ist wieder eine Kreuzung zu sehen, hier sticht jetzt rot durch. Hier sticht rot durch, sind wir von unten und hat dann ist oben über der grünen Linie. Also wenn rot durchsticht und oben ist, über der grünen Linie, geht es nach unten. Sehen wir hier auch, Trade eingegangen, hätten wir gewonnen. Ich hoffe, dass ich jetzt hier eine Kreuzung bekomme. Vielleicht kriegen wir die hier hin. Also hier müsste jetzt eine Kreuzung kommen. Hier sollte jetzt rot, so rot, oben sein. Und grün, wenn sich hier kreuzt. Okay,
wenn das sich hier kreuzt, nach unten kommt. Und wenn Rot jetzt übernimmt, also hier genau bei dieser Kreuzung, genau wenn die sich kreuzen, wenn jetzt Rot übernimmt, gehen wir nach unten rein. Also wenn jetzt Rot hier sich kreuzt und Rot übernimmt hier, gehen wir genau hier, sollte hier die Kerze sein, nach unten, eine Minute rein. Immer was oben ist, was von unten nach oben durchsticht, das traden wir. Also wenn Rot dann überhalb der Grünlinie ist, dann traden wir nach unten. Wenn Grün oberhalb der Roten ist, nach oben. Ja. Oh, hier ist schon fast jetzt Durchstechen angesagt. Jetzt pass auf, ich zeige euch das. Ich habe es wirklich probiert. Es ist wirklich, wirklich eine mega gute Strategie. Ich habe da viel verdient. Ihr seht, ich habe hier aber auch das letzte Mal getradet am 28. Mai. Also schon eine Woche, ein paar zerquetschte her. Ich warte jetzt hier, bis er jetzt hier durchsticht. Wir sehen jetzt hier, also er wird sich gleich kreuzen. So viel Zeit ist nicht mehr. Und wenn er sich kreuzt, jetzt. Kreuzt er sich jetzt? Hat er sich gekreuzt? Noch nicht ganz. Aber jetzt hat er sich gekreuzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, jetzt bin ich hier eine Minute reingegangen. Eine Minute in den Trade. Also er hat sich gekreuzt hier. Hab wie viele Trades mitgenommen? 15 Trades, 1000 Dollar. Bedeutet, er läuft jetzt genau eine Minute nach unten und hab 15 Trades gemacht, 1000 Dollar. Mal sehen, was passiert. Wir haben noch 36 Sekunden, 35 Sekunden. Hat sich gekreuzt, einwandfrei. Eine Quote von 87% ist hier wirklich auch drin. Überlegt euch das mal, Leute. Eine Quote von 87% Gewinn-Trades ist hier wirklich mit dieser Strategie, mit dem Moving Averages drin. Und ihr seht, jeder kann das. Ihr habt hier, also ich will ja die Serie machen, um euch zu zeigen, dass ihr mit Standardindikatoren, jeder Typ da draußen, der zum Beispiel auch neu anfängt mit Traden, mit Standardindikatoren Geld verdienen kann im Traden. Zum Beispiel, seht ihr, bam, bam, drin. Habt ihr gesehen, er hat sich gekreuzt und drin, also ich trade die Strategie wirklich, habe die im letzten Zyklus auch getradet, letzte Woche, wo ich weiß gar nicht, einmal 70.000 am Tag gemacht habe. Ihr verfolgt mich hier, ja, ihr könnt mich hier bei Quotex verfolgen auf Top, merkt euch meine Nummer ist, meine Nummer ist 34 80 433, ist meine Nummer, wie wir sehen. Und ich bin hier auf Position 2, sollte ich sein. Wir reloaden mal. Wir reloaden mal. Top. Top. Ja, ich bin auf Platz 2 hier. Auf den zweiten Platz. Super. Ich bin auf den zweiten Platz. Und unsere Lord Kapital hat schon 26.000. Ja, auf jeden Fall, ihr seht hier, dass ich bin wirklich dran, euch zu zeigen, wie ihr als totaler Anfänger mit diesen Standardindikatoren, die ihr direkt bei Quotex einfügen könnt, dass ihr damit Geld verdienen könnt, damit, dass ihr erfolgreich tradet mit Standardindikatoren. Ihr müsst keine überteuerte Strategie kaufen als Anfänger, wenn ihr überhaupt kein Geld habt, sondern ihr könnt hier direkt loslegen mit meinen Videos. Schaut euch meine Videos an von dieser Serie. Erfolgreich traden lernen, Top Trader mit Standardindikatoren werden. Das hier ist Teil 3. Es gibt aber auch schon Teil 2 und Teil 1. Einfach mal in meinen Kanal reingucken und euch anschauen. Und ich habe ein echt riesen gutes Feedback zurückbekommen von Neutradern, wirklich Neutradern, die schon richtig Erfolg haben mit den Standardindikatoren. Und die mir auch geschrieben haben, sie sind echt dankbar für diese Videos, da sie hier zum Beispiel direkt bei Quotex das anwenden können und nicht extra 5 Softwares brauchen, wie wir nutzen ja auch den MetaTrader 4 für Strategien. Und für manche Anfänger ist das einfach zu viel, wenn die zu viel Programme nebeneinander haben, dann können die sich am Anfang nicht konzentrieren aufs Traden selber. Und die haben mir wirklich sehr viel geschrieben, dass sie sehr dankbar sind, dass ich das zeige hier bei Quotex, weil die da wirklich direkt bei Quotex diese Indikatoren einfügen können und keine 5, 3, 10 Zusatzsoftwares brauchen. Ja, vielleicht kriege ich hier noch einen Trade, ein Signal hin. Mal gucken. Hier 66% war natürlich nicht gerade der Hit an Prozenten,
Aber vielleicht kriege ich ja noch was hin. Mal gucken. Ich mache mal ein kleines Päuschen und wie gesagt, wenn ich noch einen Trade bekomme, also ein Signal, dann schalte ich natürlich nochmal zu. Bis gleich, oder? So Leute, hier könnte eine kleine Kreuzung kommen. Wieder sehen wir bei Cut Schweizer Franken. Cut Schweizer Franken könnte eine Kreuzung kommen. Sollte die Kreuzung kommen, gehe ich hier natürlich nochmal rein in das Ding und beende heute meinen Tag. Also werde schön meinen Tag beenden. Wir gucken hier, also wir können mit dem Mausrädchen sogar in den Chart reinzoomen, um genau zu sehen, ob es sich kreuzt oder nicht kreuzt. Also unsere EMAs. Und ja, warten wir es mal ab. Also ich bin hier, denke mal, kurz vor der Kreuzung. Werde jetzt abwarten und schalte natürlich zu, wenn ich in den Trade reingehe. Also jetzt sind wir hier definitiv an der Kreuzung. Seht ihr? Er kreuzt sich. Er kreuzt sich. Ich warte aber noch die Kerze ab und gehe dann rein. Jetzt hat er sich gekreuzt. Okay, ich bin jetzt in diesem Trade drin. Wie wir gesehen haben, er hat sich gekreuzt. Ich bin jetzt hier in den Trade rein. Mit ein paar, wie viel haben wir denn? Wie viel haben wir denn? 25 Trades. Ja, jetzt ist hier die Kreuzung. Die Kreuzung, wir haben noch 40 Sekunden. 40 Sekunden. Und let's go, let's go. Let's go, mein Freund. Sollte ich jetzt hier ein bisschen von den Trades, aber schaut nicht so aus. Also wir kommen Bombe rein. Jesus. Also es ist wirklich genial, diese Strategie. Wie gesagt, 87% ist da Gewinnquote drin. 87%, meine Freunde. Und ich werde mir natürlich hier bam, 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 bam. Und jam, seht ihr? Wie einfach das ist, es ist wirklich, wirklich einfach. Also es ist kein Witz. Und wir schauen jetzt mal hier auf unsere Top-Tagesliste. Da ist der beinahe, ich habe meinen Namen auch geändert, weil ich habe gerade gesehen, man konnte den Namen jetzt hier ändern. Und da könnt ihr mich leichter sehen. Ich habe mich den Binary Strategy Kai genannt und habe den ersten Platz übernommen. Mit dieser Strategie, Jungs, ihr seht, diese Moving Average-EMA-Strategie ist für Anfänger gemacht. Ihr müsst nur gucken, wann der sich kreuzt und dann reingehen auf eine Minute. Wichtig, Lucien, was Lucien auch gesagt hat, hier auf eine Minute gehen, flupp, und sobald er sich kreuzt, auch eine Minute an Tradingzeit. Eine Minute an Tradingzeit und rein. Also sollte der sich hier kreuzen, wie hier bei mir, können gucken, sollte der sich kreuzen und Rot übernimmt, Rot, also hier hat Rot übernommen. Rot ist hier oben jetzt und Grün geht nach unten. Und immer was oben ist, übernimmt. Und Rot bedeutet nach unten traden. Und sollte der Grüne übernehmen, können wir mal hier gucken. Also hier ist ein klassischer nach unten Trader, weil Rot über dem Grünen ist. Über den grünen Balken. Können wir hier ganz, was heißt Balken? Band. Und wir haben jetzt aber auch hier, dass der Grüne über den Roten geht. Können wir hier sehen. Der Grüne geht über den Roten. Also der Rote war zuerst hier, über dem Grün bedeutet abwärts und hier kreuzt sich die ganze Geschichte und Grün geht nach oben und dominiert und bedeutet genau hier, wo der sich kreuzt, wären wir in den Trade reingegangen, wäre diese Kerze gewesen und hätten unseren Trade gewonnen. So einfach funktioniert die Moving Average Strategie und Schrägstrich die EMA. Strategie, man kann auch sagen, dass der Emma, also was ist der Emma eigentlich? Der Emma ist, wartet mal, ich habe hier sogar einen kleinen Text, ist ein Exponential Moving Average, der Emma, den wir nutzen. Der Exponential Moving Average ist ein gleitender Kursdurchschnitt, der einem einfach gleitenden Durchschnitt ähnelt. Obendrein wird aber den letzten Daten mehr Bedeutung beigemessen. In den Analysen bzw. beim EMA Trading werden für kurzfristige Zeitperioden, also die wir haben, diese Dinger verwendet, also diese Einstellungen. Einmal 8 im ersten und grün und einmal 60 hier und rot.
Dann steht hier noch, der Exponential Moving Average reagiert im direkten Vergleich zum einfachen gleitenden Durchschnitt Simple Moving Average, den SMA, etwas schneller auf Kursänderungen. Und das brauchen wir natürlich. Die schnelle, also dass der sich ändert, schnell ändert, also schneller ist, uns anzeigt, wenn der Kurs sich ändert im kurzfristigen Bereich von binären Optionen. Leute, ihr habt gesehen, hier wieder in Teil 3 mit den Moving Averages habe ich es heute wieder auf Platz 1 geschafft im Leaderboard von Quotex. Habe meinen Account richtig gut weiter ausgebaut und das könnt ihr auch. Ihr seht, es ist ganz einfach. Ich habe euch gezeigt, wie man die einfügt, diese MAs, Moving Averages. Und ihr könnt es direkt auf der Plattform von Quotex. Ihr braucht nicht 2 oder 3 extra Softwares, wenn ihr Anfänger seid. Ihr könnt es direkt hier machen. Auf Quotex. Der Link von Quotex ist unterhalb des Videos in der Beschreibung. Meldet euch an, auch schreibt uns eine E-Mail an support@binarystrategy.net. Wenn ihr Hilfe braucht, gebt uns ein Abo, einen Daumen nach oben, einen Kommentar. Ja, und dann würde ich sagen, ich freue mich aufs nächste Video dann in Teil 4 in der Reihe. Das war Teil 3. Empfehlung noch für die Einzahlung, fragen mich auch viele. Ich empfehle euch, wenn ihr es könnt, 500 bis 1000 Dollar oder Euro bei Quotex einzuzahlen, dass ihr einen guten Buffer habt, sollte mal ein Trade oder zwei daneben gehen. Ja, war ein bisschen längeres Video heute. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten. Ich hoffe, diese Woche mache ich noch eins und sage ciao, happy trading, meine Trader Gang. Wir sehen uns. Peace.